Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute schauen wir uns an, welche Plattform ich jetzt noch dazu nehme, um Interest zu generieren über die nächsten Jahre. An dieser Stelle geht einmal ein Shoutout an Martino Mondo raus, den Kanal, den könnt ihr auch gerne abonnieren. Macht sehr, sehr gute Videos auch über KXDeFi und hat jetzt vor kurzem auch ein Video über Swissport gebracht. Diese Plattform werden wir uns jetzt einmal genauer anschauen. Nochmal herzlich willkommen zum neuen Video. Heute reden wir darüber, was ich jetzt gemacht habe. Ich habe jetzt meine Funds von Nexo derweil einmal abgezogen. Das heißt nicht, dass ich Nexo eventuell nicht nutzen werde. Allerdings habe ich mir jetzt eine Plattform angeschaut, in der ich lustigerweise vor Jahren im ICO dabei war. Und ich habe sehr viele Coins damals gehabt. Leider nicht gehalten, da sehr viele Projekte dann an die Pinsen gegangen sind und von Swissport hat man teilweise längere Zeit auch nichts gehört. Deswegen habe ich mir entschieden, das Ganze auch zu verkaufen. War an dieser Stelle eher ein Fehler. Auf alle Fälle schauen wir uns die Plattform jetzt einmal genauer an. Ich habe meine Funds von Nexo abgezogen und warum wir das gemacht haben und was bei Swissport besser ist, ist wie bei Nexo und bei so ziemlich anderen Plattformen, allen anderen Plattformen, auf das werden wir jetzt genau mal eingehen. Gut, das Ganze schaut so aus. Swissport ICO war, ich glaube, 2018 oder sowas, wenn ich mich noch erinnern kann. Ganz genau weiß ich es nicht mehr. Auf alle Fälle war ich beim ICO dabei und habe, keine Ahnung, ich glaube, über 100.000 Coins dort im ICO abgestaubt. Nur, ja, leider verkauft, deswegen hätte ich wahrscheinlich nicht machen sollen. Gut, jetzt gehen wir mal auf die Plattform drauf ein und was die Plattform so kann. Im Endeffekt ist es eine App. Läuft über die App. Ich werde dann später auch ein kleines Video einblenden, was ich gemacht habe über mein Handy. Das heißt, meine Funds, die sind glaube ich ungefähr $15.000 noch gewesen, so 0,4 Bitcoin, habe ich sozusagen von Nexo abgezogen. Da hat es keine Probleme gegeben. Die Transaktion ist super durchgegangen. Nexo denke ich immer noch, sehr gute Plattform. Aber was ihr hier bei Swissport bekommt, ist natürlich ein Wahnsinn. Wenn wir mal ganz genau darauf eingehen. So, Swissport ist im Endeffekt eine Plattform, die was Yield Farming bzw. den ganzen Markt sozusagen absucht, wo man die besten Renditen sozusagen kriegen kann. Und hat ein richtig, richtig geiles Programm. Das heißt, man kann sozusagen gewisse Levels upgraden. Auf der Website ist es noch ein bisschen blöd dargestellt, denn das Community Premium Level kostet nur mehr 200 und das Genesis Level ist hier mit 50.000 beschrieben, kostet nur mehr 5.000. Das heißt, das habe ich erst in der App gesehen. Ich habe nämlich von Martini Mondo das Video gesehen und das ist mir schon sehr, sehr teuer vorgekommen, da der Coin ungefähr 70 Cent, 80 Cent irgendwo umeinander gucht. Also das ist schon ein krasses Investment. Allerdings sind es nur 5.000. Das heißt, was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe meine Funds von Nexo abgezogen. Es waren ungefähr $15.000, ein bisschen mehrer, und habe sozusagen um ca. 3.000 Euro diese 5.000 Swissport Tokens gepurchased. Dann habe ich diese ins Staking, sozusagen ins Langzeit-Holding-Staking sozusagen, gegeben. Was jetzt der Vorteil ist von Swissport, wir werden gleich einmal auf die Renditen drauf eingehen, da haut es auch wahrscheinlich den Vogel aus. Was der Vorteil ist jetzt von Swissport ist folgendes: bei Nexo ist es so, dass du immer einen gewissen Prozentsatz von dem gewissen Coin von denen halten musst, um dir deine Renditen zu sichern. Das heißt folgendes: Wenn der Bullenmarkt vorbei ist, wir haben unsere fetten Renditen gekriegt, sagen wir mal, wir haben ein paar hunderttausend Euro jetzt und wollen das Ganze ins Lending schicken. Dann ist es so, dass man ein Stablecoin hat, das Ganze ins Lending schicken will, und um auf Nexo von den besseren Renditen profitieren zu können, muss immer mindestens 10% in diesem Nexo-Token sein. Allerdings, der Nexo-Token ist eine Kryptowährung, was schwankt und nicht wie ein Stablecoin stabil bleibt. Das heißt, über Zeit wird man immer mehr von seinem Stablecoin in diesen Nexo-Token stecken müssen, da dieser so stark korrigiert. Und das ist dann schon ziemlich krass. Und das Vorteil bei Swissport ist, die sagen euch, hört zu,
kauft euch eine gewisse Menge und lockt es dir für ein Jahr, okay? Um eben diese gewissen Vorteile zu erhalten. Und da ist ganz genau die Summe, also die Anzahl der Tokens ausschlaggebend, nicht der Prozentsatz vom Gesamtportfolio, was schwachsinnig ist. Das heißt, wir haben hier 5000 Tokens, was 3000 Euro ungefähr sind, zum Locken für ein Jahr und können dann von den Vorteilen profitieren, was richtig cool ist. Jetzt gehen wir mal weiter runter. Das heißt, wir haben gewisse, also Deposit ist nichts, ist klar, Withdraw Fees ungefähr 0,1%, ist in Ordnung und wir kriegen über diesen Yield Boost, das heißt über diese Renditen, das Doppelte als wir normalerweise. Und bei USD Coin ist es 15%. Voll krass. Also so viel habe ich nur auf keiner Plattform gesehen. Ich habe gewisse, also Crypto.com, wenn man auch staked und so weiter, dann kriegt man um die 14% oder sowas. Aber auch nur in ihrem Coin. Das ist kontraproduktiv. Ich will nicht ihren Coin haben. Ich will einfach meine Renditen haben und nicht immer umwechseln müssen oder sowas. Oder eben an gewisse Prozentsätze geknüpft sein, dass ich einen gewissen Prozentsatz von meinem Gesamtportfolio in diesem Coin halten muss, ist schwachsinnig. Deswegen habe ich mir das genau angeschaut und das sind wirklich nur diese 5000 Coins oder 200 Coins im Community Premium, was auch schon gute Renditen über 10% hat. Richtig cool. Man hat dann auf den BNB Coin, das wäre dann eher interessant für den nächsten Bull Run, wenn die Preise wieder richtig anziehen. Das heißt, wenn wir sozusagen reinvestieren und über diesen Zeitraum nur mal 10% über dieses Jahr oder zwei Jahre draufkriegen würden, was ziemlich gut ist. Auf ihren eigenen Coin haben sie ungefähr 10%, auf Ethereum 7,25%, das ist ungefähr so Standard, was die anderen auch abliefern. Und auf Bitcoin sind wir da mit dem höchsten Level auf 5,75%. Ist in Ordnung, Bitcoin, ja. Und das Geile dabei ist das, man hat, wenn man jetzt wechselt, dann hat man zum Beispiel 1% auf dem normalen Level, 0,75% auf dem zweiten Level und bei Bitcoin, bei USD, hat man zum Beispiel 0% Exchange Fee. Das heißt, man kann dort direkt swappen. Ist perfekt. Dann gehen wir weiter. Gestern ist in den unterschiedlichen Levels. Und genau, und hier das Staking, das heißt für 12 Monate werden da sozusagen diese Swissborg gelockt. Die sind auch nicht zugänglich für Yield Farming oder sonst was. Die sind einfach weg, die sind gelockt. Das seht ihr dann auch in der App. Genau. Genau, dann haben wir das. Dann gehen wir mal auf Earn und dann schauen wir mal, was wir da sozusagen kriegen könnten. Wir gehen mal runter. Hier seht ihr schon, USD Coin, Wahnsinn. Ja, Genesis Level habe ich abgegradet. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir knallen jetzt da 100.000 Dollar rein. Das heißt, seht ihr hier die Tage. Das heißt, ausgeschüttet wird jeden Tag in der App. Und in einem Monat, 30 Tage, sind wir bei 1260 Dollar. In einem Jahr sind wir bei 16.400 Dollar, was uns das bringen würde. Über die nächsten zwei Jahre eventuell, wenn wir dann in einen Bärenmarkt gehen oder sowas, nein, wenn das ist das unser Gewinn in diesen zwei Jahren, was richtig, richtig gut ist, mit 100.000. Viele, wenn viele schon früher eingestiegen sind, dann wird 100.000 wahrscheinlich erst der Anfang sein, was sie dann haben zum Investieren. Und das multipliziert sich natürlich. Also das ist richtig gut. Und man kann das Ganze natürlich auch reinvestieren. Man kann vielleicht die Hälfte rausnehmen, dann wächst das Vermögen weiter und man hat immer eigentlich Cash für Reinvestment oder andere Sachen. Ziemlich cool. Könnt ihr auch gerne den Kalkulator dann auch anschauen. Das Ganze, wie das Ganze funktioniert. Und so weiter. Eine ziemlich coole App. Auf alle Fälle bin ich jetzt einmal von... Also meine zwei Hauptprojekte sind jetzt einmal Cake DeFi und Swissborg. Ob ich jetzt mit Nexo das mache, wenn ich jetzt auf Swissborg teilweise fast das Doppelte kriege an Rendite, bin ich mir nicht ganz sicher. Man muss natürlich jetzt schauen, ja, wo ist man lieber? Kriegt man 7,25% ohne Boost oder da kriege ich 15%? Wir werden sehen, ob die Plattform auch über einen Bärenmarkt diese Renditen gewährleisten kann. Das muss man sich natürlich erst einmal anschauen. Tendenziell habe ich mir jetzt entschieden, Cake DeFi und Swissborg. Über die Plattformen werde ich jetzt auch auf diesem Kanal mehr berichten, wenn
wenn es Updates gibt. Wenn ihr euch anmelden wollt bei Swissborg, gibt es in der Videobeschreibung einen Affiliate-Link. Da könnt ihr bis zu $100 in Swissborg-Tokens als Anmeldebonus kriegen. Gut, das war's auch schon mit diesem kleinen Video. Gut, ihr wisst jetzt, ich habe jetzt meine Funds von Nexo einmal abgezogen und habe jetzt sozusagen mit einem kleinen Betrag, ca. 15.000, eine kleine Testphase gestartet bei Swissborg und werde auch wahrscheinlich einiges mehr dann investieren, wenn es dann soweit ist. Und ich habe diesen Account auch komplett upgegradet. Das heißt, ich habe jetzt kein Withdraw und kein Deposit Limit mehr. Das heißt, wenn ihr diesen ganzen Verifizierungsschritten durchgeht, dann ist euer Account sozusagen freigeschaltet. Da müsst ihr auch Funds, den Ursprung eurer Funds sozusagen nachweisen. Das heißt, auf welcher Exchange ihr diese Kryptowährung gekauft habt, was ihr einzahlt und so weiter, ist aber kein wirklicher Stress. Bei mir hat der ganze Verifizierungsprozess ungefähr, weiß nicht, eine halbe Stunde gedauert und dann war mein Account eigentlich komplett ready to go und hat kein Limit mehr gehabt. Gut, passt. Wenn ihr euch bei Swissborg anmelden wollt, Link in der Beschreibung. Irgendwelche Fragen gerne in die Kommentare und ja, falls euch solche Videos gefallen, gebt mir gerne ein Like auf das Video und vergesst den Channel nicht zu abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder.